Oh, wirklich viel besser. Bla bla bla. Och. Ja gut, schade nicht. Hilft beim Leveln. Ich wollte doch nur gucken und noch meine Paralyse wegmachen. Mein Gott, nochmal. Man darf sich echt keinen Millimeter bewegen, wenn man nicht dann direkt heilt. Natürlich ist es ein weibliches Eniko, aber wisst du was? Mehrfache Chance, dich zu vergiften. Und hätte ich Beulenhelm. Immerhin krittest du einmal, ne? Und du bekommst kein Giftdorn. Was ist das denn? Aber Schambolzen triggert bei mir. Ja, nee. Es wird als im Gebäude gewertet und dadurch wird es zu Geheimpower, also Stärke, diese Animation, oder wird es dann wieder zu Sternschauer? Sinebeere, ja gut. Tschüss. Hashtag Charmbolzen. Die Fähigkeit ist eigentlich so nötig, nur die müssen natürlich genau das richtige Geschlecht haben. Technical Crystal. Nice Name. So, hier waren jetzt, glaube ich, noch Angler, genau. Angler. Könnte Meryl eigentlich anfangen, ja? Und dann auf Lily wechseln, eventuell. Das, was es vorhin im Rätselhaus war. War das nicht auch Sternschauer schon? Ich habe keine Ahnung, was das im Rätselhaus war. Habe ich da Blanos überhaupt benutzt? Alter, mein Kurzzeitgedächtnis ist auch so. Mein Kopf ist sowieso die ganze Zeit irgendwie bei Technik. Von Technik über Uni-Stuff, den ich machen muss, über viel zu viele andere Sachen. Es fehlt kein Giftstachel, Umklammerung. Ich glaube, Walzer. Komm, machen wir mal Walzer. Am Anfang ist es noch besser. Zum Glück sind wir noch kein Fee-Typ, aber wenn er uns vergiftet, ist es schon nicht so nice. Das macht nämlich mehr Schaden als alles andere, was ich habe. Aber wenn ich mich verwirre, ist natürlich scheiße beim Walzer. Natürlich treffen. Bislang hat jeder Superschall außer die von einem Pokémon-Typen getroffen. Aber die von Tetacha haben immer getroffen bislang. Gift. Verwirrung. Aber hey, Meryl, sie sagt sich, wenn ich rolle, ne, dann roll ich. Passt. Nehme ich an. Kann ich jetzt eigentlich auswechseln, nur aus Interesse? Es könnte mich tackeln. Ganz gefährlich. Nein, ich kann nicht auswechseln. Das könnte jetzt... Verdammt. Es könnte mich jetzt umbringen, wenn ich mich selbst verletze. Perfekt, aufgehört. Wir sind an unser Maximum gerollt. Alles gut. Aha. Körper, der das Tackle einsetzen kann. So ein anderes Niveau. Meryl ist jetzt ein Rollum, ja. Meryl rollt! Mann, das war der Erfahrungspunkte. So, leider muss ich jetzt wieder eine Pissefbeere benutzen. Pursuff-Beere benutzen und dann hoffe ich, dass dieser Typ hier nicht kämpfen will. Weil dann habe ich so ein kleines Problem. Weil ich jetzt keinen Bock habe zu heilen, ne? Und? Abkürzung nach Rosalstadt. Kein verstecktes Item. Schade. Ja gut, dann dann kurz um heilen und Maike besiegen und dann war's auch für heute. So, und wenn wir Meryl besiegen... Oh, wait, hier gab's kein Gras, ne? Hier könnte ich nur was angeln. Ah, okay, dann lasse ich die Route auch wieder aus. Hab ich dich überhaupt schon gesprochen? Nein. Hier können wir kein Pokémon mehr fangen, aber wir können Items sammeln. Oh, hier gibt's ja auch noch Trainer. Bis Maike werden wir noch dieses Team verwenden. Was kriege ich? Hyperheiler. Ja gut.
Gab's denn nicht auch irgendwie versteckte Items? Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Stolunio. Doppelkick wird sich freuen. Ich hätte vielleicht einen Energiefokus machen sollen. Dein Hedner wird dir jetzt auch nicht helfen. Dann werde ich das mal ohne KP-Verlust beenden und keinen Energiefokus mehr einsetzen. Ja, was denn? Level 18 für Atsushi. Das Arena-Level war 23. Ich erlerne endlich meine Giftattacke. Giftstachel auf Level 18. Was soll verlernt werden oder gelernt werden? 24. Ach ja, stimmt, 19. 19. Ich hatte 18 wieder im Kopf als Level-Cap von Camillo. Ich habe mir nämlich gemerkt, 5 Level und dann war ich halt bei 23. Egal. Da habe ich ja noch schon ordentlich zu Level, nachdem ich Maike besiegt habe, aber man kann ja auch machen. RIP Energiefokus. Willst du mir jetzt meine Energiefokus-Doppelkick-Kombo wegnehmen? Wie kannst du nur? Aber du hast recht, Atsushi braucht eine Giftattacke. Hätte ich auch gesagt. Ihr wollt mir alle meine Energiefokus-Doppelkick-Kombo wegnehmen. Gib's zu. Hätte ich doch jetzt nur noch mal mein letztes Energiefokus hier eingesetzt. Mann, ey. Ranger Marilyn. Doppelkick? In der Hoffnung, dass Statik nicht prockt? Gleich beim ersten Mal? Eieiei. Irgendwie ist dein Chat langsamer. Kann passieren. Keine Kombis für Hashtag HennyDerp. Solange ich die Challenge schaffe. Ich meine, bislang macht es mir tierisch Spaß. Das Einzige, was natürlich nervt, ist das einzelne Leveln. Und besonders dann, wenn Teams verrecken, die Teams dann hochzuziehen. Das ist echt scheiße, wenn das mitten im Stream passiert und es quasi so in der Mitte bis am Anfang ist. Weil... ich habe immer noch Paralyse. Ja, dann muss ich das Team nämlich hochleveln oder das andere benutzen. Und dann gibt es immer noch ein Level Cap und das ist kacke, weil man will ja nicht unbedingt beim Leveln zuschauen. Komm, ich fliehe. Danke. Ja, ich bin's Tier. Ich weiß nicht mehr, wer du bist, aber ich habe versucht, dieses Mebel zu fangen. Ja, ja, das, was du mir weggenommen hast, aber es ist geflüchtet. Zu schade. Und ich war so dicht davor, es zu fangen. Ja, leider ist es in deinem Pokéball gelandet. Das war, hat mir den Tag versaut. Bis denn mal. Keine versteckten Items. So, und da haben wir schon besagte Maike. Das heißt, Kento. Und Harui. Und AGH. Werden jetzt mal so richtig. Eins draufgeben. Ein Schritt hat gefehlt. Zum Glück habe ich den nicht noch gemacht. Hi, Pichan. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, so ungefähr 5 Minuten, Kappa. Während ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Ich will dir mein Chaloco oder Panekon zeigen. Mal gucken, was sie bekommt. Luturzu. Wingull. Ist das der Schneckmark? Oder wird es ständig randomized außer den Starter? Das kann es natürlich auch sein. Warum habe ich die Attacken hier noch nicht sortiert? Man musste mich anheulen, ich hätte so schön Schaden gemacht. Hätte ich eine Kratzfolie einsetzen sollen. So. Lombrero ist es schon, okay. Trotz Heuler bleibe ich drin und treffe nix. Ja, Absorber. Luturza hätte also erstaune Absorber und eine Wasserattacke erlernt es, glaube ich, noch nicht mal von selbst außer Regentanz. Doch Aquaknall, glaube ich, irgendwann. Irgendwann. Liegt am eigentlichen Starter, den sie gehabt hatte. Wumpel Flamly Ersatz.
Ja, Wampel war, glaube ich, Flammy. Aber ich freue mich, dass ich Bisasam bekommen habe. Also es hätte mich mehr gefreut, wäre es ein Shiggy gewesen, ne? Aber ich finde Shiggy übelst geil. Bisasam mag ich auch. Und ich bin einer, der nicht so Glumanda hypt, beziehungsweise Glurak. Ich meine, ich mag es schon, aber ich hype's nicht. Ich hype eher Shiggy und Bisasam. Besonders Shiggy und Hydropi. Nichts geht über Mudkip. So, Kento erreicht Level 20 und damit wirst du wahrscheinlich auch ausgewechselt. Denn das ach so gefährliche Panikon. Okay, wir haben Pudox. Sie wird Pudox haben und wir haben ein Papinella. Und dreimal dürft ihr raten, jetzt gibt's Papinella und das zeigt, du wirst niemals im Leben so schön sein wie ich. Mudkip OP. Mudkip ist eh OP, hat nur eine vierfach Pflanzenschwäche, haut rein, hält aus. Easy. Ja, wir können eh nur tackeln, aber es hat Härten eingesetzt. Du bist entwickelt worden aus einem Wampel. Warum kannst du eine Härten? Ist nicht dein fucking Ernst. Warum setzt es nur Härten? Was ist das? Es kann doch noch tackle oder so. Es hat doch nicht Härten only. Was ist das für ein Scheiß? Hier, Giftstachel. Danke. Sie wird nie ein Pudox haben, da sie nie über zwei Stufen beim Starter hinauskommt. RIP. Das heißt, sie hat für ewig ein Panikon, das nur Härten einsetzt. Easy. Easy going. Da werde ich ja mit der Rivalin nicht so viel Probleme haben, mit einem Pokémon. Das nimmt mir schon mal die Mühe weg, weil ich nur drei einsetzen kann. Pichan, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich habe leider meinen Panikon alle Attacken verlieren lassen, außer Härtner. Ich dachte, ich könnte mit deinem Kokuna ein schönes Härtner-Battle machen, aber was soll's. Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, das ist... dies ist von mir für dich. So, ich habe keine Ahnung, wie der Detektor hier funktioniert, aber ich werde ihn einsetzen, weil ich glaube, hier waren irgendwo versteckte Items. Das ist ein Detektor. Probier ihn mal aus, wenn irgendwo ein Item versteckt ist. Woher sollte ich das denn auch wissen vorher? Gib da ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal, Pichan. Es hört sich aus meinem Munde zwar blöd an, aber bis dahin solltest du viel mehr trainiert haben. NPCs haben immer die letzten vier Attacken, die sie per Level-Up erlernen. Panikon hat halt nur Härtner. Aber es hat sich doch entwickelt. Beim Rivalen war das da auch immer schon so? So, jetzt kommt wieder Meryl nach vorne. Auch wenn sie einen EP-Teiler hat. Auch wenn ich das andere Team verwende, muss ich halt wieder leveln. Oder ich pack... Du bist 18? Ja. Das heißt, ich pack dich nicht nach vorne. So, irgendwas wollte ich nachgucken. Genau. Detektor. Was sagt mir das Detektorchen? Nichts, keine Anzeige. Oh, das Gerät zeigt etwas an. Hier muss ein Item vergraben sein. Die Frage ist nur, wo? Hat der Rivale kein Pokémon, das nur eine Attacke lernt? Ja, normalerweise. Bummels! Ich glaube, hier kann man Bummels... Kann man hier? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also mein erster Gedanke war, Bummels kann man hier auch so fangen. Ob das nun stimmt, ist eine andere Sache. Jetzt muss ich echt wechseln. Ich kriege eh einen Free Switch in, weil du jetzt eh Schnarchnase hast. Aber ich denke, ich werde so um halb aufhören. Nur im Blütenburgwald, sicher? Och, warum geht meine Attacke daneben? Nee, er hat noch keine Schnarchnase. Blanas kann nicht angreifen. La 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 la. Schön. Wird zur Stachelspore. Du mich auch. Hätte ich doch nur Donnerblitz. Jetzt kommt Gena. Und ich darf wieder auswechseln. Nee, jetzt kommt Ratze. Das ist sehr gut. Dann... Nee, Walze mache ich nicht, sonst schlafe ich ein. Tackle. Doch, es faulenzt. Okay. Jetzt ist es paralysiert. Die Frage ist, Faulenz ist jetzt auch. Komm, setzen wir einfach bald sein. Faulenz.
Ja. Alter, Paralyse auf Pummels und Lethal King ist OP. Zugabe! Ich bin gedummt, weiterzurollen. Frage ist, werde ich weiterrollen? Ja, ich werde weiterrollen. Die Attacke wird mir bei Wiebke helfen. Aber Meryl geht dann wahrscheinlich, also Rage geht dann wahrscheinlich auch drauf. Weil die Def-Werte echt scheiße sind. Genug Freundschaft gesammelt. Ich hätte auch Sanftglocke nehmen können. Ich glaube, das macht doch... War das mit Freundschaft? Nee, Azuril nur mit Freundschaft. Dann habe ich nichts gesagt. Und wir haben einen Azuril, das heißt bessere Werte. Und jetzt rollt ein Ei. Keine Kugel mehr. Nice. Ja, ich weiß, dass ich mein Windows aktivieren soll. Ich muss den Support echt mal anrufen, nachdem ich meinen Key nochmal rausgesucht habe. Wenn ich wüsste, wo die Windows 8 Installationsdatei drin ist. Ich habe eine Scope-Linse gefunden. Moment. Das ist jetzt bitte nicht das, was ich denke, oder? Bitte sei nicht das, was ich denke. Du bist nicht das, was ich denke. Gut. Das könnte ich Nidorino geben. Was hat Nidorino momentan? Glücksei. Ja, komm, austauschen. Glücksei gebe ich natürlich unserem Ei. Und der EP-Teiler wird dann an Lily weitergehen. Weil hier kann sie wieder nicht kämpfen. Gut. Das heißt, ich werde den Detektor öfters mal anschmeißen. Ja, komm, heilen tun wir die Paralyse auch mal. Dann stelle ich mich da oben noch in die Ecke hin. Und dann... Oh, prüfen. Dann heißt es, ich freue mich auf die nächste Session. Ich frage mich echt, wie weit wir kommen, weil es macht mir unglaublich viel Spaß. Solche Pokémon-Challenge. Oder ich mache den Doppelkampf noch da oben und höre dann auf. Darauf habe ich echt Bock. Flucht. Obwohl die schon Elektro-Pokémon haben. Das ist natürlich nicht so toll. Aber rein da. Oben in der Ecke sind Trainer. Ja, da bin ich jetzt reiten gerannt. Absichtlich. So, was haben wir hier für eine Trainerklasse? Ich meine, Azuril ist jetzt nicht gut, dass ich habe, aber ich sollte mir auch gleich mal Azurils Stats angucken. Bugcatcher Pi. Käfersammler Pi. Und Artist Thomas. Lombrero und Fritzelblitz. Ich glaube, Fokus ist Fritzelblitz definitiv. Ich will ja nicht, dass mein liebes Azuril ein bisschen Schaden bekommt. Die Frage ist, soll ich Walzer einsetzen? We are rolling, baby! Doppelkick. What the hell is the artist? Glaube ich. Instant wieder Paralyse. Du mich auch. Ich hab dich nur gerade geheilt. Mann, ey. Dann rolle ich halt nicht. Ah, Handwerker, okay. Zum Glück nicht auf Meryl. Das ist meine einzige Sorge. So, Problem ist, wenn ich Walze und Meryl auch Paralyse bekommt, habe ich ein Problem. Aber ich will rollen. Okay, jetzt werde ich definitiv nicht mehr anfangen zu rollen. Ja, werde ich nicht. Wir sind definitiv langsamer als alles. Aber ich werde dann wahrscheinlich Lombrero stehen lassen und dann wieder so ein 2 gegen 1 forcen. Ist sowieso die beste Idee am Anfang. Besonders wenn Lombrero noch nicht wirklich was kann. Ich meine, Fritzeblitz sollte schon Funkensprung können. Sein ist erlernt, ist erst auf 15, 16 so. Aber ich bin der Meinung, es würde es schon können. Lily erreicht Level 18. Bekommt auch ganz gut Angriff, Init und KP. Volteball. Tackle. Und Doppelkick. Eieiei, Ladevorgang ist nicht gut, wenn du jetzt Funkensprung drauf hast. Hauptsache er absorbiert immer nur Nidorino, das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Komm, kriegen wir nicht mal einen Volltreffer, du hast eine Scope-Linse. Mann, ey. Ah, jetzt ist die Frage, reicht ein Tackle aus? Soll ich es riskieren? Ich meine, angreifen tut er sowieso vor uns.
Ja, aber dann würden wir noch einen Angriff bekommen. Ach, komm, Doppelkick. They see me rolling, they hatin'. Warum hast du zweimal Ladevorgang? Das ist ja voll behämmert. Da hätte ich auch ruhig einen Schnabel auf Lombrero machen können. Okay, noch ein Heiler. Ja, ich wäre gerollt, wenn es nicht zweimal daneben gegangen wäre. Das auf jeden Fall. Aber 90% Genauigkeit, was ist das schon? Dafür kriegt Lombrero jetzt noch einen Tackle ab. Oder auch nicht. Ich hab die Paralyse ja ganz ausgeblendet. Ich weiß nicht, würde Aquaknarre. Nee, Aquaknarre würde gegen Lombrero nicht mehr machen als Tackle, trotz Heuler. Jetzt werde ich noch paraflincht oder was? Nee, sie geht einfach nur daneben. Weil Tackle ja 95% Genauigkeit hat. Aber ich werde hier versucht, geparaflincht zu werden. Aber Atsushi denkt sich nur, du kannst nicht. Aber Para. 90%, 95%. Ein Fire Emblem versuchst du nur das, was 100% gibt, oder was? Stachelspore, ich bin leider schon paralysiert. Top. Samurzu, eigentlich so ein geiles Pokémon, das er lernt, aber halt nur Naturkraft, das ist so. Unnecessary Crit. Counter. So, als letztes Blanas. Dich haben wir auch, mein Freund. Dich haben wir auch. Da wird eine Aquaknarre auch nicht so viel bringen. Fünf unnötige Ritz. Er hat es echt gerade Naturkraft eingesetzt. Eieiei. Spulen wir mal ein bisschen vor. Danke. Von denen hat man in Fire Emblem auch genug. Ja. Schade, kein Level Up mehr. Aber ich glaube, ich habe bald auch keine Arena-Beeren mehr. Leider. Warum will sich jeder bei mir eintragen? Holzkohle, davon habe ich leider schon eine gefunden. Fehlt's Batman. Habe ich halt zwei für ein Feuer-Pokémon, das ich nicht habe. Dann stelle ich mich gleich auf das freie Fleckchen. Ich fliehe. Na, habe ich hier noch was? Nichts. Ich will jetzt irgendwie gucken, was los ist. Aber dann verabschiede ich mich von euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann bald wieder was machen. Die nächsten 2 Wochen wird wahrscheinlich nichts kommen, weil ich erstmal viel nachholen muss. Aber es freut mich. 2 Holzkohlen für 0 Feuer-Pokémon. Vielleicht kriege ich ja auch keins. Ich meine, in dieser Gen braucht man ja, glaube ich, auch keins. Braucht man nicht. Nicht so dringend. Also, ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.